Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Robin Hood, die Legende von Sherwood. Mit mir, dem Daniel. Und mir, dem Sebastian. Hi. So, wir haben eine neue Mission vor Augen. Und zwar können wir hier natürlich wieder warten, bis der hier anmarschiert. Wir haben auch nur einen Tag über, aber wir lassen es mal. Ich glaube, wir wollten Bogen schießen. Wir machen jetzt einfach Bogen schießen. Wir lassen es mal hier passieren, was auch immer passiert. Ist jetzt egal. So, seit Tuck von Robin befreit wurde, steht Lady Marian unter schwerem Verdacht. Jede ihrer Bewährungen wird überwacht, ihre Briefe gelesen und schon seit einiger Zeit ist es Robin nicht mehr möglich gewesen, sich mit ihr in Verbindung zu setzen. Der Sieger eines Wettstreits im Bogenschießen, der in Nottingham stattfinden soll, wird zur Belohnung einen silbernen Pfeil und einen Kuss der Schönen erhalten. Dies ist für Robin eine einmalige Gelegenheit, sich zu vergewissern, dass es seiner Geliebten gut geht. Daher ist er entschlossen, allein und anonym an diesem Wettbewerb teilzunehmen. Allem Protest seiner Freunde zum Trotz. Okay, also das heißt, da Robin. Brauchen wir nur den Robin. Aber wir müssen mal kurz gucken, haben wir hier irgendwie einen, der... Der Heilzeug dabei hat. Kurz gucken. No. Aber wir haben einen... Peter Forrest kann hier erstmal hier sein. Ne, wir haben... Ja gut, wir hatten noch einen oben links ohne Keule. Ja. Und darum geht's ja nicht. Ich wollte den Robin heilen, weil er ja jetzt alleine los soll. Ja. Er ist eigentlich voll am Arsch. Aber wir gucken jetzt einfach mal, was das für eine Mission ist. Wir wissen ja nichts. Machen aber... Ach, scheiße, ey. Eigentlich brauchen wir fast nur Heilkräuter und Pfeile, ne? Würde ich schon fast sagen. Also ich... Mal alle relevanten Leute. Ich weiß nicht, inwiefern das jetzt bringt, wenn mehr gleichzeitig darum basteln. Ja. Ja, vielleicht, wenn wir sterben, kriegen wir dann irgendwie mit einem Kleeblatt wieder die Hälfte der Energie. Ja, wahrscheinlich. Ja, wir können ja ein Kleeblatt oder so mal nutzen. Das ist ja nicht verkehrt. So, Mission starten. Dass sie sich auch nicht selber heilen können. Oh, ja, ich glaube, da wird's schwierig sein, daraus eine Mission zu kredenzen. Robin ist allein gekommen, um keine Aufmerksamkeit auf sich zu lenken. Durch seine Verkleidung hat er es geschafft, den Ort des Wettkampfs ungehindert zu erreichen. Er muss den silbernen Pfeil gewinnen, um in Marins Nähe zu gelangen. Hoffen wir also, dass er nicht erkannt wird. Okay. Aber die Wettstreiter sehen aus wie... Bravo! Ach so, da sind wir. Speichern mal ab eben. Ja. Ich mache wieder Nebenmission. Na? So. Ja, bitte. So, und direkt geladen. Ja, uns hat da gerade ein Programm ein bisschen dazwischen gefunkt, dass wir die Maus nicht richtig bedienen konnten. Ja, ein so, hat es aber jetzt hoffentlich erledigt. Hier ist. Ne, das ist ein... Sollen wir mal testen? Das ist irgendein Passant, ne? Ja, aber mich würde jetzt mal komplett interessieren, was passiert, wenn. Oh, mach mal Prinz John. Ah, ne, rote Punkte. Das sind, glaube ich, Verbündete, die gehen nicht. Ja, okay, machen wir hier. Bravo! Und die Sonne scheint. War lange nicht mehr in Nottingham, oh. Ne? Bravo! Da kommt jemand die Treppe runter. Bitte. Die hätten ihn eigentlich schon vorher stellen können, indem sie jeden Teilnehmer einfach mal überprüfen könnten, von wegen, hier zeig dich mal. Mir scheint, es ist wahr, was man sich über dich erzählt. Du scheinst tatsächlich der beste Bogenschütze Englands zu sein, Robin Hood. Aber mit Sicherheit bist du auch der Dümmste. Genug geredet, en garde. Lass uns sehen, ob du mit dem Degen ebenso gewandt bist wie mit dem Bogen. Das D ist klein geschrieben. Oh, das nicht Robin ist. Robin Hood! Ich glaube, wir müssen aber auf jeden Fall... Oh, ja. Diese liegende Achtattacke, die dauert so lange, da ist er die ganze Zeit immer ungeschützt, wenn er die, sag ich mal, auflädt. Ah. Du bist stärker, als ich glaubte. Wir werden uns wiedersehen, das schwöre ich. Okay. Bravo! Und jetzt? Bravo! Okay, er flieht. Umkommen Leute. Der Sheriff ist verletzt und zieht die Flucht vor. Er gibt seine Zeichen, sich Robins anzunehmen. Er muss fliehen. Wache, zu mir! Dann fliehen wir. Tschüss! Der Marians Haus links. Nein, da rein, in das Gebäude. Ein ansehnlicher. Oh, scheiße. Ah.
Ich wollte doch, aber ich wollte doch. Was war das? Nee, ich bin total getarnt. Und jetzt raus, genau. Du wirst schon sehen, werde ich's zeigen. Runter, runter. Ja, oh, shit. In Marians, in diesem Garten da. Aber da stehen auch Leute rum. Da stehen überall Leute. Wo muss ich denn hinfliehen? Lass erstmal gucken. Unser Lebensbalken ist so klein, wir haben überhaupt keinen Pixel mehr, der sichtbar den Lebenszeichen anzeigt. In die Dings. In die Beichtstuhl da. Ja. Oh, scheiße. Oh. Okay. Ich konnte leider entkommen durch das Verschwinden hier. Sind wir verloren? Nein. Lass uns am besten, nachdem wir den... Ich wollte den eigentlich... ...dem Typen besiegt haben, speichern schnell. Ja. So, das brechen wir jetzt aber gleich alles ab. Was gelabert wird, gucken, dass wir den auf die Fresse geben. Ja, mir muss doch irgendwie, keine Ahnung, dass wir auf den Stand springen können, aber hier sind einfach zu viele Leute. Kann ich jetzt schon Escape drücken? Ich glaube, wir müssen... Ja, ich mach mal kurz. Lass uns mal gleich versuchen, unten rechts auf dieses Vordach zu springen und dann aufs Dach und dann ducken. Mhm. Das machen wir. Mir scheint... Du verteidigst dich gut. Okay, ja, das war kalkülisiert geplant, meine ich. Robin. Du verteidigst dich gut. Hey, komm schon. Bravo! Bravo! Okay, ich kann mich noch nicht bewegen, aber... Wache, zu mir! Kannst du schon auf das Wenn das nicht Robin ist... Nee, ich kann nicht. Ah, doch. Ducken. Okay. Vielleicht sieht uns ja keiner. Oh Gott. Das wird so heftig, hier rauszukommen. Ja, hier, guck dir das an. Scheiße. Scheiße. Wo ist Marian? Was ist mit der? Speicher mal. Okay, da die ist links. Okay. Links ist Marian. Heißt das, ich hätte vielleicht hochrennen müssen? Hier geht's ja hoch. Ja, gut, aber da sind ja... Ich speicher mal unter ein... zweiten Speichern. Also, ne? Wir können vielleicht gleich nochmal alternativ laden. Die gucken alle hoch. Du, ich jetzt... Unten sieht einer aus wie einer von uns, ne? Ja, aber das ist, glaube ich, jetzt... Ich warte jetzt, bis sie hier vorbeigerannt sind. Und jetzt... Was war das? Hallo! On guard! Gebt euch zu erkennen! On guard! Los, 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 Und doch musste ich euch wiedersehen, Marian, und wissen, dass es euch gut geht. Totales Selbstmordkommando. Und dann war da noch der Preis des Siegers. Der Preis? Ihr setzt euer Leben aufs Spiel für einen silbernen Pfeil? Yes! Für einen Kuss von euch. Meint ihr nicht, dass ich ihn mir redlich verdient habe? Jetzt ist keine Zeit für derartige Albernheiten. Ihr müsst fliehen. Ich werde euch helfen, so gut ich kann, aber es wird nicht leicht werden. Vielleicht finden wir gar in Nottingham selbst jemand, der uns hilft. Mir fiel auf, dass der junge Schütze, gegen den ihr antratet, euren Wettstreit gegen den Sheriff gebannt verfolgt hat. Ah. Okay. Heile Robin. Hallo Robin. Ja, ich gehe jetzt mal hier hoch. Robin. Ich habe nichts mehr. Dann speichern wir. Ich glaube, hier oben ist so eine Art sichere Zone. Hoffe ich zumindest. Drei Heilkräuter. Robin muss out of the way! Ich guck mal kurz. Okay. Jetzt irgendwelche Sachen, die aufgedeckt werden. Guck mal, ob du irgendeine andere Tür dann benutzen kannst zum Verlassen. Ach so, ich glaube nicht, nee.
Okay. Dann das heißt, speichern wir. Müssen wir den erreichen? Keiner. Ja, müssen wir erreichen. Ich speichere trotzdem jetzt erstmal immer unter Nebenmission 2. Ja. Fand ich aber gut. So, Vorschlag. Wir gehen die Treppe runter. Aber was passiert, wenn wir die große Tür nehmen, wo wir vorstehen? Über den großen Gebäuden. Hatte ich ja schon vorhin. Also wir gehen runter. Da steht eine Wache, glaube ich. Und die. Und die. Oh, oh, oh. Ich würde schon fast sagen, die knocken wir aus, wenn sie umgedreht. Los, 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 los. Okay, die können wir nicht töten. Den anderen müssen wir aussorgen. So gut wie... Ich sehe überhaupt keine Bogenschützen. Okay. Kannst du da runter? Nee, das, nein, nein, das ist der Innenhof, das ist der Innenhof. Der springt von oben in den Innenhof rein. Okay, kann Marion folgen? Er wird sofort hier Alarm schlagen, wenn es soweit ist, aber ich mache jetzt erstmal einfach... Scheiße, der Nachbar kommt. Wo ist denn die Leiche? Marion ist in dem Turm. Hier. Achso. Der ist da reingegrannt. Hat Marion gesehen und vergessen, was los war. Oh, du. Ich wollte sagen, du hast jetzt beide und der eine Typ ist da drin. En garde. Du verteidigst dich gut. Du verteidigst dich gut. So, okay. Den haben wir. Links der Typ, der K.O. war. Muss mal gucken, dass er auch... Ja, der ist schon... Achso, das ist wahrscheinlich der Typ, der hier rumrennt mit dem gelben Sichtkegel. So. Dann würde ich vorschlagen, speichern wir wieder. Wie kommen wir jetzt hier ordentlich durch die Gänge? Also, wir haben hier keinerlei Kram. Da ist der silberne Pfeil. Das heißt, hier würde ich auf jeden Fall hoch. Ich bin sehr... Komm zurück! Ja. Und jetzt... Oh, shit. Okay, der Typ kommt da jetzt an. Bitte nicht rechts rauf, bitte nicht rechts. Dir werde ich's zeigen! Jetzt steht da Marion. Wagst du es, gegen mich anzutreten? Der hört das unten. Ah, die hat einfach nichts drauf, die Olle. Nimm das! Für Richard, König von England. Oh, Richard. Dreh dich um. Nein. Okay. Also wir müssen auf jeden Fall an... irgendwie, ne. Hey, wir sollten einfach mal... Wir haben's ja. Scheiße. Geht's nicht vom Turm aus? Nee. Das wäre so geil, ey. Einfach mal alle niederknüppeln. Okay, dann... Ich habe jetzt extra auch nicht gespeichert. Wer da? En garde. Alles in Ordnung? En garde. Was macht er du da? Du verteidigst dich gut. Du verteidigst dich gut. Nein. Okay, zu Marion und sich heilen lassen. Du könntest... Ah ne, hier sehen wir jetzt alle, ne? Alle, die da sind. Ja. Marion hat ja so ein Sonar-Gehör. Komisch, die Leute, die sehen nichts, was oben auf den Mauern passiert, so. Ne? Oh, das war so klar. Oh, Mann. Gebt euch zu erkennen. Marion. Hey! Wagst du es gegen mich anzutreten? Ja, Richard, König von England. Du verteidigst dich gut. Der will die Marion. Scheiße, der Ritter. Du verteidigst dich gut. Die da oben sind schon du alle. Du verteidigst dich gut. Nun komm schon. Was denn, hat fast den Tisch zum Einsturz gebracht. Zumindest hat sich so angehört. Ja, mein Stuhl. Der Stuhl Wagst ist am Knatschen. En garde. Dich kriege ich. Du verteidigst dich gut. Links, die Petzen links. Du verteidigst dich gut. Aua. Aua.
Du verteidigst dich gut. Du wirst schon sehen. Für Richard, König von England. En garde. Gnade. Aua. Feigling. Du Hund. Müssen wir ja ran. Komm schon. Nein. Okay, jetzt gehen wir wieder zurück. Ich gehe wieder zurück. Kurze Frage, wäre es sinnvoller, erst einen Typen zu holen und dann den goldenen Pfeil? Ja, wie kommen wir da runter? Links, guck mal links, ob der Hof ist ja jetzt theoretisch frei. Ja. Jetzt stehen da noch... Guck mal, er hier ist noch. Ja, jetzt stehen aber noch die 6 Typen im Eingang, unten an der Rampe. Ja. Also theoretisch kommt man die Treppe runter und zum... Also den Typen auf der Mauer werde ich machen, die Treppe runter links und dann zur Rampe, wo die 6 Leute stehen. Die willst gegen alle gleichzeitig antreten, wolltest du damit? Nee, aber das ist der Weg. Ja, das ist schon klar. Nur, der ist versperrt. Aber das ist der einzige Weg, da hast du schon recht. Wir machen gleich mal einen Linkswurf. Ja, was ist, wenn wir links... Ich heil noch mal kurz. Ja. Was ist, wenn wir links die Wache, die auf der Mauer steht, fertig machen? Ja. Dann versuchen, so rumzuschleichen, dass wir den Sheriff... Ich mach auf der Mauer neu. Ja. Ist wahrscheinlich nicht mal eine Nebenmission, sondern eine harte. Okay, Mission. Also meine Frage wäre jetzt gewesen: den alle machen und dann den Sheriff, der oben am Bildschirmrand ist. Für Richard, König von England. So, nochmal auf demselben Speicherstand. Ich würde jetzt schon fast sagen, wir werfen hier einfach mal Geld ein Stück Geld hin. Warte. Was, also meine Frage wäre jetzt gewesen, hast du das mit dem Sheriff verstanden? Ich will mich gar nicht um den da oben kümmern. Der ist da gut alleine. Ich wüsste nicht wie. Ich gehe jetzt hier mal runter. Ach, guck an, es ist doch hier runterspringen. Du hast mich voll angelogen, Daniel. Voll angelogen. Mich, der Bande Robin Hoods anzuschließen, mit Vergnügen. Ich bin Matsch, der Sohn des Müllers. Du kannst mit meinem Bogen rechnen. Zudem brauchst du meine Hilfe, um hier rauszukommen. Ich möchte eine Idee. Ich habe eine Idee. Zwei meiner Vetter wohnen hier. Sie würden gerne für König Richard kämpfen. Suchen wir sie also. Ah, unten rechts, der Dicke. Und ganz oben in der Mitte da. Okay. Also. So, aber Marion ist nicht. Ja. Kannst du auf dieses Gebäude springen? Nee, ne? Den knock ich erstmal aus. Mal kurz gucken, was passiert. An sich müsste man hier unten sicher sein, aber wer weiß. Den knock ich also aus. Hauptsache nicht rennen. Da ist noch ein anderer. Weiter unten. Und dann noch einer. Und der... Achso. Nee. Das sieht mir nach einem Plan aus. Und vor allem können wir hier über das Tor rechts rüber. Um den einen abzuholen. Aber eine Sache noch. Links war noch so ein Bettler. Ja. Da muss ich nur hin. Das Leben ist hart. Ich geh nochmal hier in den Turm. Und ich würde die 6 Leute erst gerne weghaben, um Marion wieder zur Gruppe zu wissen. Ja, ich muss da gleich eine Dings rüberwerfen. Aber ich weiß wahrscheinlich von hinten. Ist Matsch Miller irgendwie sicher? Ja, der ist in den Turm. Okay. Los. Gleich sicher am Ziel, fast sicher am Ziel und dann irgendein Passant. Oh, Robin Hood! Ja. Ich danke euch. Ah, direkt vor der Tür, ey. Wie direkt vor. Achso, da oben. Warte, kann die auch aufsammeln? Okay.
Ich speichere jetzt mal kurz. Ich möchte mal gerade testen, was passt. Ah, nee. Die fallen auf jeden Fall auf die an. Sie ist ja die Lady. Warum sollte sie hier nicht rüberkommen dürfen? Aber ich mache jetzt mal Folgendes. Wie, Marion, was wolltest du machen? Ja, einfach durch die Tür. Die ist ja eigentlich unschuldig in allem. So, ja, ich warte jetzt nochmal, bis die Leute hier greifen rumkommen. Sie trotzdem an. Ja, ich warte jetzt nochmal, bis sie hier rumgehen. Dann stelle ich mich hinter denen und werfe denen einen Geldbeutel vor die Füße. Ach so, aber das kann natürlich sein, dass sie sich in dem Gerangel umdrehen, ne? Also, ja, ich muss da natürlich wegrennen. Daher warte ich jetzt hier natürlich auch, dass ich genug Zeit habe, dass ich da nicht zwei Baustellen gleichzeitig... Die Mission gefällt mir jetzt irgendwie, aus so einem sehr verheerenden... Weil sie unvorhergesehen ist. Ich weiß gar nicht, kann ich es hier schon? Nein. Da musst du hier rum. Okay. Das Leben ist hart. Ist sie irgendeinem Kopf? Was ist das? Sieh da! Rühr es nicht an, Ratte! Geil. Er nahm's von den Reichen. Oh, shit. Okay, der hat nicht gesehen, wie wir hier reingegangen sind. Oh, das ist vielleicht gut. Ja. Nein! Halt! Ach, shit. Links, ne? Nee, rechts. Ja. Gut. Was war das? Wisst ihr schon, dass ihr gleich Stoff schlucken werdet? Ach, Mann, da habe ich jetzt nicht drauf geachtet. Jetzt, wie weit sind wir hier? Okay, die sind alle schon niedergemäht. Also nehmen wir Robin. Robin ist da schon drin. Okay, dann warten wir jetzt die Patrouille ab. Dann machen wir es genau so, nur du musst halt im Haus bleiben. Ja, also, ich wollte hier einfach noch mit dem Bad Schlittl nochmal runter, weil dann können wir die alle fesseln. Ja. Das Leben ist hart. Ja, aber halt. Ich renne halt schon mal hier rüber. Oh. So, jetzt nehme ich den. Ja, warte, du kannst ja. Achso. Kannst ja mal Schlittl nehmen und auch ins Haus rein. So. Robin gibt Kohle. Achso, haben wir ja schon. Okay. Zack.